Das mit Abstand schönste Schloss Schottlands und meiner Meinung nach auch Gesamtgroßbritanniens findet ihr in Inveraray. Im Westen von Argyll gelegen findet ihr das wunderschöne Schloss, das auch der Sitz des Dukes of Argyll ist. Das Schloss an sich ist schon sehr, sehr alt und hat mehrere Umbauten und Renovierungen erfahren. Denn im Lauf der Geschichte ist es des Öfteren mal angebrannt oder auch abgebrannt. Auch zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs hat es arge Beschädigungen erfahren, denn das war hier ein Truppenübungsplatz der Royal Navy. Das hat aber die Familie nie aus dem Konzept gebracht, sondern es wurde immer wieder neu renoviert, neu hergerichtet und ist jetzt seit langer Zeit der Öffentlichkeit zugänglich. Und Fans der Serie Downton Abbey kennen es wahrscheinlich aus dem Serienspecial, was hier gedreht wurde. Ich war zum zweiten Mal hier und finde es wirklich traumhaft. Aber nicht nur das Schloss an sich, nicht nur das Innere, sondern auch der Garten, den zeige ich euch aber in einem separaten Video. Besonders spannend finde ich, dass das Schloss nicht nur einen öffentlichen Teil hat, sondern auch einen privaten, wo die Familie einfach auch lebt. Übrigens, mein Lieblingsraum in dem alten Schloss ist die alte Küche, die man besichtigen kann. Ich weiß, ihr vermisst meine Food-Videos und Food-Videos aus dieser Küche, die wären der Hammer, Leute. Wenn ihr mal nach Schottland reist, müsst ihr unbedingt hierher, denn das ist wirklich einer der absoluten Höhepunkte, die ihr erleben könnt. Übrigens, kleiner Tipp, der Parkplatz am Schloss ist kostenlos, wenn ihr auch das Schloss besucht. Der Eintritt kostet ansonsten um die 17 Pfund für einen Erwachsenen, was okay ist bei dem, was man geboten bekommt. Schaut euch aber unbedingt nicht nur das Schloss an, sondern fahrt auch ein Stück rüber zum Meer, denn das hier ist einfach schon Atlantik. Wir sind jetzt noch eine Woche in Schottland, also macht das Plus weg, um den letzten Content hier nicht zu verpassen, den ich mache.